Der Bologna-Prozess ist eine europaweite Hochschulreform, die neben der besonderen Förderung der internationalen Mobilität insbesondere die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Hochschulraums zum Ziel hatte. Der Prozess startete 1999, der EHR wurde 2010 tatsächlich gestartet. Als Start des Prozesses kann im Großen und Ganzen die Harmonisierung der Studienarchitektur gesehen werden. Das heißt, die bis dahin geführten Studienprogramme, meistens sogenannte Diplomstudien, wurden umgestaltet in drei neue Stufen: Bachelor, Master, PhD. Diese neue Studienarchitektur sollte die Ziele des Bologna-Prozesses unterstützen. Um die Kooperation und den Austausch zwischen den vielfältigen Hochschulsystemen zu fördern, wurde also die gemeinsame Studienarchitektur geschaffen und die Abschlüsse harmonisiert. Dies sollte die Abschlüsse vergleichbar und verständlich machen, zum Beispiel mit Instrumenten wie dem Diploma-Supplement, den ECTS und dem NQR. Die sich durch die Globalisierung, internationale Arbeitsteilung und Digitalisierung rasch und stark veränderte Gesellschaft benötigt einerseits Absolventinnen von Hochschulen, die in diesen Rahmenbedingungen bestehen können. Andererseits müssen Hochschulen sich auch vermehrt mit diesen Themenbereichen immer intensiver befassen. Die dreistufige Studienarchitektur soll maßgeblich dazu beitragen. Ein wesentliches Ziel des EHR ist auch das sogenannte lebenslange Lernen. Einerseits leben wir heutzutage durchschnittlich viel länger als früher und müssen daher auch länger arbeiten. Andererseits ändert sich die Arbeitswelt auch sehr rasch. Natürlich soll man auch persönlich davon profitieren und sich zu privaten Zwecken weiterbilden. Eine Öffnung der Hochschulen macht dies leichter. Zu einem der größten Themen hat sich die soziale Dimension des Bologna-Prozesses herausgewachsen. Auch das lebenslange Lernen hängt damit zusammen. Der Schwerpunkt liegt hier jedenfalls in der Ermöglichung des Zugangs zur Hochschule, auch unter Anerkennung von an anderen Bildungspfaden erworbenen Kompetenzen und Kenntnissen. Wesentlich dabei ist, Hochschulbildung soll nicht nur einer bestimmten Gesellschafts- bzw. Bildungsschicht zugänglich sein. Die externe Qualitätssicherung ist uns an der FH allen ein Begriff. Unsere Studiengänge werden alle durch eine Agentur, AKU Austria, akkreditiert. Durch Gutachterinnen wird den Studiengängen Studierbarkeit, Innovationskraft, internationale Vergleichbarkeit beschieden. Damit unsere Studiengänge auf diesem Stand sind, orientieren wir uns bei der Konzeption, aber auch in der Durchführung an den sogenannten ESG, European Standards and Guidelines for Quality Assurance. Die Gestaltung des EHR beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Die teilnehmenden Länder verständigen sich auf europäischer Ebene auf gemeinsame Ziele und Prioritäten. Die Hochschulministerinnen des EHR treffen sich in regelmäßigen Intervallen zu Konferenzen, in deren Rahmen sogenannte Kommuniqués verabschiedet werden, in denen die Aktionslinien und die Schwerpunkte für die jeweils folgende Umsetzungsetappe bis zum nächsten Treffen festgeschrieben sind.